Shut up, John. Yo, meine Kartoffelfreunde, und willkommen zu meinem 400-Abonnenten-Special. Als allererstes erstmal danke an 400 Abonnenten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich innerhalb von kürzester Zeit 400 Abonnenten erreichen werde. Und jetzt kommen wir auch ganz schnell zum Thema, denn als 400-Abonnenten-Special habe ich letztens gepostet, mache ich ein Frequently Asked Questions-Video. Und zwar geht es darum, dass ihr in die Kommentare schreibt, was auch immer ihr wollt, was ihr auch immer ihr mich fragen wollt. Und es sind nicht so viele Fragen zusammengekommen, aber die da zusammengekommen sind, die werde ich jetzt einmal vorlesen. Also als allererstes kommt die Frage vom Johannes Fischer: Wie alt bist du? Und ich soll die Facecam woanders machen, weil er mein Gesicht nicht sieht. Also als allererstes, ich bin 19, das steht auch in meiner Kanalinfo. Und ich werde die Facecam auf jeden Fall woanders hinpacken. Und ich habe auch eine neue Facecam, deswegen werden die nächsten Videos auch in guter Facecam-Qualität kommen. So, die nächste Frage kommt von Kyo Akira, der guten Chiara. Und sie fragt mich, wann ich Geburtstag habe. Das weiß sie eigentlich, aber ich habe am 8.7. Geburtstag. Also bin ich Krebs vom Sternzeichen und ich habe am Juli Geburtstag. So, der Topra, den einige von euch wahrscheinlich kennen sollten, kommt als nächstes. Er hat mich gefragt, warum ich so abartig, nur normal, verdammt liebenswert bin. Ja, das kannst du mir am besten beantworten. Da reden wir demnächst privat nochmal drüber. Aber das ist meine Person, so bin ich einfach. Tut mir leid, da kann ich nichts gegen machen. Der Luca Matthias hat mich gefragt, ob ich studiere, wie alt ich bin, wie ich auf YouTube gekommen bin. Und er würde sich freuen, wenn ich seine Frage beantworten würde. Also, ich studiere nicht. Ich hatte vor zu studieren, aber naja, wie das Leben halt will, kommt es dann doch anders und ich mache eine Ausbildung. Wie alt ich bin, wurde bereits gefragt. Ich kann es aber gerne nochmal beantworten. Ich bin 19 Jahre alt und wie ich auf YouTube gekommen bin, ja, das ging eigentlich so. Ich bin regelmäßig oder öfter auf YouTube gewesen, habe mir viele Videos angeschaut und habe mir irgendwann gedacht, komm, du kannst reden wie ein Wasserfall und zockst relativ viel, dann machst du doch mal was Konstruktives draus. Und schwuppdiwupp habe ich meinen Kanal erstellt und gedacht, komm, haust du auch jetzt die ersten Videos raus und dann geht das alles auch. So, als nächstes kommt der Mr. Angry Films und fragt, ob ich eigentlich Karotten mag. Nein. Nächste Frage. Tonys Blog fragt, ob ich Kartoffeln mag oder warum ich so heiße. Dieser Name hat nicht mal wirklich was damit zu tun, dass ich Karotten mag, sondern eher, dass ich... Nee, es hat nichts damit zu tun, dass ich Karotten mag. Ich bin eigentlich... Das ist eine lange Geschichte, die ich jetzt hier nicht so ausführen möchte und muss. Auf jeden Fall hieß ich damals schon sehr lange Lovely Potato, auch in Computerspielen, und habe gedacht, komm, der Name ist eigentlich recht kreativ. Warum haust du den nicht auch als YouTube, bei YouTube als Namen hin? Und ja, das war's auch schon. So, ich bedanke mich nochmal für die 400 Abonnenten. Im Hintergrund lief übrigens ein Minecraft Quick Survival Games Gameplay. Und ich sag, bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt, schlechte Unterhaltung und Kartoffelsalat. Tüdelü!